Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich Anti-Aging. Also darum, wie wir mit natürlichen Maßnahmen, speziell den Lebensstilfaktoren, unseren Alterungsprozess langfristig verlangsamen können. Und dafür habe ich mir einen absoluten Experten auf dem Gebiet zur Hilfe geholt, nämlich den Herrn Professor Dr. Med. Bernd Kleinigung. Er ist Facharzt für Gynäkologie, für Ernährungsmedizin sowie für Osteologie, vor allem aber einer der weltweit führenden Anti-Aging-Mediziner und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin, der größten Anti-Aging-Gesellschaft Europas mit ca. 1200 Ärzten. Außerdem ist er Herausgeber des ersten deutschen Fachbuchs für Anti-Aging-Medizin und veranstaltet regelmäßig Kongresse und Seminare zu den entsprechenden Themen. Herr Kleinigung, vorab schon mal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um Ihr Wissen mit uns zu teilen. Ja, ich freue mich. Hallo, Herr Bauglo. Ja, ich freue mich auch. Wunderbar. Ich denke, wenn sich jemand als Experte für wirklich wissenschaftlich fundiertes Anti-Aging bezeichnen kann, dann sind das definitiv Sie. Deshalb meine erste Frage, bevor wir fachlich einsteigen, auch direkt dazu. Wann haben Sie ungefähr angefangen, sich mit dem Thema Anti-Aging zu beschäftigen und was fasziniert Sie an diesem Gebiet so sehr? Okay. Also Anti-Aging-Mediziner wird man ja nicht, wie man HNO-Arzt wird oder Orthopäde. Das heißt, es ist ja noch kein Facharzt im klassischen Sinne. Zur Anti-Aging-Medizin kommt man auf Umwegen. Begonnen hat die so in den 90er Jahren. Und wie Sie gesagt haben, ich bin von Hause aus Gynäkologe. Da beschäftigt man sich relativ viel mit Hormonen. Das war in den 90er Jahren ein großes Ding, gerade in der Gynäkologie, die Hormonersatztherapie. Das galt so ein bisschen als der hormonelle Jungbrunnen schlechthin. Dann habe ich aber auch, ich hatte damals schon so eine Menopausensprechstunde, also eine Wechseljahrssprechstunde. Dann habe ich gemerkt, die Hälfte der Zeit rede ich eigentlich gar nicht über Hormone, sondern über Gewichtsprobleme. Und habe dann gesagt, okay, dann machst du nochmal so eine Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin. Und wenn man dann die Hormone drauf hatte und das Thema Ernährung drauf hatte, dann war das eigentlich ein ganz guter Start in den Bereich Anti-Aging-Medizin, der sich so in den 90er Jahren entwickelte. Und ja, dann bin ich immer tiefer da reingerutscht. Inzwischen ist es natürlich viel mehr als jetzt nur Hormone und Ernährung. Also das hat sich gut entwickelt. Was auch sicherlich schön ist, als wir angefangen haben, wurden wir doch noch von relativ vielen Kollegen eher mitleidig belächelt. Ja, gab dann so Aussagen wie, kümmert euch doch mal um Sonnenuntergang, da habt ihr sicherlich mehr Erfolg, den aufzuhalten. Und inzwischen muss man sagen, haben wir eigentlich das Thema gut etabliert. Okay, wunderbar. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Der Bereich ist ja auch ziemlich interdisziplinär dann. Also es gibt jetzt keinen Bereich, wo ich jetzt Anti-Aging genau zuordnen würde. Insofern ist es für Sie oder kommt Ihnen das ja auch total zugute, dass Sie da die, ja, Kompetenzen in verschiedenen Bereichen haben. Also das sieht man auch in unserer Gesellschaft. Das ist auch sehr interdisziplinär aufgestellt. Also da sind natürlich Internisten dabei, Kardiologen, Neurologen, weil das Thema Demenzen und so weiter ist natürlich im Wesentlichen auch eine Alterserkrankung. Da sind Dermatologen dabei aus dem ästhetischen Bereich. Die Zahnärzte kommen jetzt zum Beispiel zu uns, weil immer mehr herauskommt, dass zum Beispiel chronische Entzündungen im Mundbereich, Parodontitis ist ein allgemeiner Alterungsfaktor. Also das ist auch Spannend, sehr, ja. sehr schön zu sehen, wie aus ganz unterschiedlichen Bereichen da plötzlich Leute zusammenkommen unter diesem großen Deckmantel Anti-Aging und Präventionsmedizin. Ja, absolut spannend. Ne? Man denkt man gar nicht, wie breit dieser Bereich so ist, was da alles mit reinfällt. Und Sie haben ja auch schon eine Vielzahl an Büchern zu verschiedenen Anti-Aging-Themen geschrieben. Und ein Begriff, auf den man da immer wieder stößt, wenn man Ihre Bücher liest, ist das sogenannte Hormesis-Prinzip. Und darauf würde ich mit Ihnen heute auch ganz gerne so ein bisschen den Fokus legen. Deswegen dazu die Frage, was verbirgt sich hinter dem Hormesis-Prinzip? Vielleicht können Sie das erstmal erklären. Ich sage erstmal, was nicht dahinter steckt, weil viele denken immer bei dem Begriff Hormesis, es hat was zu tun mit Hormonen, was ja auch mein Arbeitsfeld ist. Dahinter steckt tatsächlich nur der gleiche griechische Wortstamm. Also Hormein im Griechischen heißt anstoßen, antreiben. Das tun sicherlich die Hormone als Botenstoffe in unserem Körper. Hormesis hat aber primär mit Hormonen erstmal nichts zu tun, sondern Hormesis ist ein Prinzip, was
Ja, vielleicht kann man da Friedrich Nietzsche mal zitieren. Der hat diesen schönen Satz geprägt: Was mich nicht tötet, macht mich härter. Das Den ist kennt, glaube ich, natürlich sehr, jeder, sehr ja. martialisch. Brechen wir das mal so ein bisschen runter, heißt es. Stress, der ja eigentlich immer ein ganz schlechtes Image hat, ganz allgemein, auch in der Anti-Aging-Medizin, ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn er sozusagen in ja, moderaten Dosen daherkommt, weil wir auf diese Belastung, auf diese Stressfaktoren tatsächlich eine gesunde Antwort finden. Also unser Okay. Körper hat Reparaturmechanismen, hat Schutzmechanismen und die werden aktiviert als Antwort auf sogenannte hormetische Reize. Was da alles dazugehört, werden wir sicherlich im Laufe des Gespräches noch näher erläutern. Aber das ist sozusagen das Prinzip. Was schlecht ist, ist nicht unbedingt langfristig schlecht für uns, wenn es sozusagen beherrschbar ist, wenn es in moderaten Dosierungen einherkommt, weil wir auf diese primär eigentlich belastenden Reize tatsächlich eine gesunde Antwort finden. Okay, wunderbar. Ich glaube, das ist erstmal ganz gut nachvollziehbar. Bedeutet also im Endeffekt, wir haben bei vielen Stressoren keine lineare Beziehung zwischen Dosis und Wirkung, sondern, so habe ich es jetzt verstanden, einen individuellen hormetischen Dosisbereich, in dem dieser Stressor eben nicht schädlich ist, sondern zu einer gesundheitsfördernden Anpassungsreaktion führt. Genau. Jetzt können wir das leider nicht so grafisch darstellen hier, aber ich glaube, man kann sich das auch vor seinem eigenen geistigen Auge machen. Also es gibt diese lineare Kurve, die geht einfach nur so hoch. Ja? Das heißt also, kleiner Reiz macht kleine Schädigung, großer Reiz macht große Schädigung. Ja, es gibt ja auch eine ganz gute Grafik Ja? dazu habe ich gefunden. Die würde ich an der Stelle auch einmal kurz einblenden. Das ist vielleicht zur Können Sie das? Ja, Veranschaulichung. das wäre natürlich ideal. Genau, mal gucken, ob wir das hier technisch hinkriegen. So. So, sieht man die Grafik? Jawohl, Okay, genau. wunderbar. Das ist ja wahrscheinlich auch was Sie meinen. Also wir haben ja Das einmal ist das, oben. was ich gerade so ein bisschen mit dem Finger in die Luft gezeichnet habe. Ja. Also die blaue Kurve, die man hier oben sieht, das ist tatsächlich diese lineare Kurve, die einfach linear ansteigt. Und die hormetische Kurve, die sieht man da unten und die sieht so ein bisschen aus wie ein gespiegeltes J. Das heißt, da ist es so kleine Stressoren machen eben keine Schädigung, sondern da sind wir im vorteilhaften Bereich. Und erst wenn die Dosis ansteigt über eine gewisse Grenze, dann überwiegt tatsächlich der Schaden. Dann kommen wir in den toxischen Bereich, das heißt in den giftigen Bereich oder in den gesundheitsschädlichen Bereich. Okay, wunderbar. Ja, ich glaube, das ist hier auch ganz gut nachvollziehbar, dass Ja. es eben auch nicht heißt, dass automatisch alles, was wir als schädlich angesehen haben, automatisch gesund ist, sondern dass wir da eben diesen hormetischen Bereich haben, aber trotzdem natürlich eine toxische Dosis erreichen können. Okay, dann kehren wir einmal kurz zurück. So, jetzt sollte die Grafik wieder weg sein, oder? Jetzt ist die Grafik wieder weg. Ich sehe sie Okay. zumindest nicht mehr. Ja. Okay, perfekt. Genau, alles klar. Und wie breit dieser hormetische Bereich ist oder wo dieser genau liegt, ist dann ja entsprechend individuell und Ja. hängt ja auch davon ab, wie trainiert der Körper quasi im Umgang mit diesem Stressor ist. Und ich finde, der Begriff trainiert trifft da auch ganz gut zu und eben nicht nur auf Sport, sondern auf jeglichen Stressor. Weil sich auch eine Anpassungsreaktion dann generell einstellt. Und was ist jetzt das Gesundheitsfördernde, was das Hormesis oder was mit dem Hormesis-Prinzip einhergeht? Vielleicht können wir das nochmal so auf einen Punkt bringen. Alles, was wir jetzt gesagt haben, war natürlich relativ abstrakt. Das muss man jetzt einfach mal an ein paar praktischen Beispielen auch erläutern. Sie sind ja auch, kommen ja auch aus der Ernährungsmedizin, ich auch. Und da muss man sagen, eines der am besten etablierten Konzepte im Bereich Anti-Aging ist tatsächlich die Kalorienrestriktion. Also weniger essen heißt länger leben. Das wissen wir eigentlich seit Jahrzehnten. Und die zurzeit sicherlich beste und praktikabelste Methode ist das sogenannte intermittierende Fasten. Und da muss man aber natürlich auch sagen, Fasten ist ja zunächst mal wieder ein Stressreiz für unseren Körper. Ja. Ja, also nichts zu essen zu bekommen, ist erstmal eine Belastung.
Ja? Absolut, ne? Wenn nicht sogar Und der schwerwiegendste Stressfaktor für ja. den Körper. Und auch da muss man sagen, kann man ja gleich diese hormetische Kurve, wenn ich das übertreibe und dann überhaupt gar nichts mehr esse, dann bin ich natürlich auch irgendwann verhungert. Das heißt also, dann bin ich sozusagen im ganz rechten Bereich der hormetischen Kurve, wo es dann auch nicht mehr gut wird. Also auch hier eben ganz wichtig, diese zunächst mal ja, Stressreize, die in diesem Fall Hungerstress sind, auch richtig zu dosieren. Also zunächst mal eine Belastung für unseren Körper. Aber diese Belastung kennt unser Körper eigentlich seit Jahrmillionen. Ja, wir sind ja nicht aufgewachsen, evolutionsbiologisch in einer Umgebung, wo es jeden Tag immer drei Mahlzeiten gab zu festgesetzten Zeiten. Ja, von den Absolut. 200.000 Jahren, die der Homo sapiens existiert, waren wir 190.000 Jahre lang Jäger und Sammler. Und das hieß dann auch häufig mal, das Jagdglück ist ausgeblieben. Und dann gab es eben abends auch nichts zu essen. Ja? Dann war Dinner Canceling angesagt. Und da wäre es dann ganz blöde gewesen, wenn dann diese Menschen dadurch ganz furchtbar geschwächt wären und am nächsten Tag gar nicht mehr in der Lage, wieder neu auf die Jagd zu gehen, sondern da sind dann evolutionsbiologisch Mechanismen entstanden, die dann sogar die Leute ja biologisch verbessert haben für den nächsten Tag. Das heißt also, die waren dann aufmerksamer, die waren eben nicht langsamer, sondern die konnten besser jagen und sonstiges. Ja? Also das heißt also, diese Mechanismen haben sich ganz frühzeitig entwickelt und waren eben halt auch ganz von entscheidender Bedeutung. Konkret ist es zum Beispiel so, dass wenn wir diese kleinen Hungerstressphasen haben, dann werden da auch ganz bestimmte Enzyme in unserem Körper aktiviert. Das sind sogenannte Sirtuine. Und Sirtuine werden inzwischen sogar auch als Langlebigkeitsenzyme bezeichnet. Die machen zwei Dinge. Die machen zum einen DNA-Reparatur, also reparieren die Schädigungen, die sich im Laufe der Zeit an den Chromosomen auch manifestieren. Und sie machen noch was Wichtigeres, das ist eigentlich so in den letzten Jahren erst rausgekommen, sie machen Autophagie. Das ist sicherlich ein Begriff, den muss man ein bisschen erklären. Heißt eigentlich wörtlich übersetzt sich selber aufessen. Das machen wir da natürlich nicht. Aber was wir sehen ist, in unseren Zellen sammelt sich im Laufe der Zeit tatsächlich auch so eine Art molekularer Müll an. Unsere Zellen sind ja wie große Fabriken, in denen wird viel produziert, Proteine und so weiter. Und wie in jeder Fabrik fallen da eben auch bestimmte Abfallstoffe ab. Und die werden in der Jugend gut abtransportiert, im Alter häufig nicht mehr. Und dann sammeln die sich in den Zellen oder zwischen den Zellen an und dann müllen unsere Zellen zu. Das ist dann hinterher wie in so einer Messi-Wohnung. Ja, die funktioniert auch nicht mehr, Guter Vergleich, ne? Aber es sind weil überall alles vollgestellt ist mit Abfall. Und da gehen dann tatsächlich diese Sirtuine hin und transportieren diesen Abfall ab oder recyceln den. Und das macht unsere Zellen und natürlich auch unseren ganzen Organismus tatsächlich wieder wesentlich leistungsfähiger. Also das sind so die Hauptenzyme und wie gesagt, die Haupteffekte von Kalorienrestriktion und von intermittierendem Fasten. Und die Mediatoren sind die Sirtuine, die aber tatsächlich eben ausgeschüttet werden auf diesen Hungerstressreizfasten und nicht einfach so in unserem Körper vorhanden sind. Also es braucht erstmal diesen hormetischen Reiz wieder. Sie hatten jetzt ja ursprünglich das Intervallfasten angesprochen, also dass wir Ja. die Mahlzeiten des Tages quasi auf eine bestimmte Zeitspanne beschränken, um die übrigen Stunden des Tages zu fasten. Man kann ja in dem Fall aber trotzdem in den paar Stunden, je nachdem, wie viele es dann sind, kann man ja aber trotzdem genauso viel essen wie vorher auch. Also müsste sich ja kalorisch nicht einschränken. Sie hatten jetzt ja Ja. aber auch die Kalorienrestriktion angesprochen. Also würden Sie empfehlen, beides durchzuführen, also sowohl
quasi die Mahlzeiten auf ein gewisses Zeitfenster zu beschränken, als auch bei diesen Mahlzeiten dann weniger Kalorien zu sich zu nehmen? Ja, also biologisch macht das offensichtlich Sinn. Also die ersten Erkenntnisse dazu stammen eigentlich, die stammen schon aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gab es einen amerikanischen Biogerontologen, Clive McKay, der hat einfach seine Laborratten auf Kalorienrestriktion gesetzt. Und das hieß damals noch nicht Intervallfasten. Das hieß für die wirklich weniger zu essen zu bekommen. Ja. Und 30% weniger Nahrung hieß bei denen tatsächlich bis zu 50% mehr Lebenszeit. Und das ist eigentlich erstmal die Basis, die wir da hatten, die Kalorienrestriktion insgesamt. Und das hat man dann immer weiter modifiziert. Inzwischen gibt es auch dieses Konzept, wie gesagt, Intervallfasten, wo man dann gar nicht mehr unbedingt weniger isst, aber dann diese längeren Zeiträume dann dabei hat. Aber es ist schon so, dass auch die Kalorienrestriktion selber offensichtlich lebensverlängernd wirkt. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass es da viele verschiedene Tierstudien gibt mit verschiedenen Spezies, wo man Ja. ganz klar eben eine eindeutige Verlängerung der Lebensdauer festgestellt hat. Bei Humanstudien sieht es da bis jetzt ja noch relativ mager aus, würde ich mal sagen, weil, also es ist ja auch logisch, Ja. dass das über die Jahre natürlich eine massive Einschränkung ist und dementsprechend schwer ist es da ja, eine Studie durchzuführen mit auch einer entsprechenden Anzahl an Personen. Es gibt ja aber tatsächlich da Menschen, die es quasi so schon praktiziert haben, nämlich die Bewohner der Insel Okinawa, ohne dass es jetzt einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte. Da wird ja sozusagen das Prinzip Hara-Hachibu gelebt, also dass man sich quasi nicht vollständig satt isst, sondern immer ungefähr bei 80% der Kalorienbilanz aufhört zu Ja. essen. Und Okinawa, die Insel, ist ja auch dafür bekannt oder bekannt als die Insel der Hundertjährigen, weil es ja lange da oder weil es ja lange die Insel das Land mit der höchsten Lebenserwartung war. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch gerade diese Kalorienrestriktion, dieses nicht ganz satt essen, auch maßgeblich dazu beigetragen hat. Wie sehen Sie das? Ja, also ist sicherlich richtig. Prinzipiell die Humanstudien, die sind natürlich in dem Bereich schwierig zu machen. Ja, also Ratten kann man in den Käfig sperren und die kriegen dann einfach weniger zu essen. Das können sie mit einer großen Zahl von Menschen schlecht machen. Ja, absolut. Und selbst die, die sich dann für so einen Versuch dann melden, die haben eben doch noch ein Telefon zu Hause und können dann abends um 10 nochmal den Pizzaservice ordern und das macht die ganze Sache natürlich dann sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich Aber wie würde sich auch gesagt, keiner es bereit erklären, das für mehrere Jahre durchzuziehen, ne? Man müsste es ja dann auch über einen längeren Zeitraum betrachten, wenn man ja, da vor enge allen Dingen, wenn Grenzen ich hat. dann sozusagen noch den Endpunkt für den Versuch habe, leben die Leute wirklich länger? Da kann es ja, das geht ja dann über Jahrzehnte, ne? Da sind dann wahrscheinlich sozusagen die Leute, die den Versuch dann überwachen, früher gestorben als die, die an dem Versuch teilnehmen. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, Okinawa ist ein ganz gutes Beispiel, wo wir sozusagen kulturtechnisch das haben. Wobei auch Okinawa jetzt nicht so ist, dass sich die Leute da zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir jetzt machen, um älter zu werden und lass uns doch mal weniger essen. Okinawa ist traditionell eigentlich sozusagen das Armenhaus Japans gewesen. Das heißt also, dass die Menschen da weniger gegessen haben, lag schlicht und ergreifend auch häufig daran, dass auch nicht viel gab. Und das heißt, da waren dann die Kalorienrestriktionen eher von außen vorgegeben. Und dann hat man aber irgendwann daraus hat man gesehen, dass sich das offensichtlich gar nicht so negativ auswirkte und hat dann daraus diese Philosophie des Hara-Hachibu gemacht. Also iss immer nur so viel, dass dein Magen nicht ganz voll ist, also so bis zu 80% ungefähr. Und das sieht man, dass das bei den Leuten, die das praktizieren, ja auch ganz gut ankommt, ne? Also Okinawa gehört zu den sogenannten Blue Zones, also zu den Regionen auf der Welt, wo Menschen heute schon deutlich älter werden als der Rest der Menschheit. Auch da muss man ein bisschen eine Einschränkung machen. Das gilt tatsächlich für die Alten in Okinawa.
Ja, also wenn Sie sich da jetzt mal heute hinfahren und sich die Jugendlichen angucken, die sitzen genauso in den Fast-Food-Restaurants wie überall auf der Welt und haben auch eine Tendenz, eher übergewichtig zu werden. Also solange bleibt Okinawa da sicherlich keine Blue Zone mehr. Leider nicht. Und Ja. selbst da Was ist aber auch es. ein Beweis dafür ist, dass es eben mit Genetik wenig zu tun hat, sondern es ist tatsächlich der Lebensstil. Ne? Ja, auch sehr ermutigend. Aber selbst bei den Älteren ist es ja auch schwer nachzuvollziehen, wie groß der Anteil der Kalorienrestriktion an der erhöhten Lebensdauer ist, weil, ja, wie Sie gesagt haben, die haben ja auch einen wesentlich aktiveren Lebensstil gehabt und man weiß ja auch nicht, ob das jetzt möglicherweise die Hauptursache war oder die Kalorienrestriktion. Deswegen schwer nachzuvollziehen. Ja, aber Es sind so eben als. tatsächlich, ja, es sind eben tatsächlich epidemiologische Studien. Das ist was anderes als eine kontrollierte Studie, wo ich eine Gruppe habe und habe eine Kontrollgruppe und die einen machen das und die Kontrollgruppe macht es eben nicht. Und das macht natürlich all diese epidemiologischen Studien auch irgendwo angreifbar, weil zu so einem Lebensstil gehört eben mehr als jetzt nur, ich sage jetzt mal, dieses Harahachibu, die machen eben auch viel anderes. Das sind ja zum großen Teil auch Menschen gewesen, die als Bauern gearbeitet haben. Das heißt, die waren ihr ganzes Leben lang draußen an der frischen Luft, die waren auch körperlich tätig. Das ist insgesamt, muss man sagen, in der Ernährungsmedizin auch immer ein großes Problem, saubere Studien zu machen, wie zum Beispiel in der Pharmakologie. Da kann ich zwei Gruppen randomisieren, die ziemlich gleich sind. Die einen kriegen ein Medikament, die anderen kriegen Placebo und dann kann man das vergleichen. Das haben wir in der Ernährungsmedizin eben nicht und deshalb ist das ein schwieriges, wissenschaftlich schwieriges Gebiet. Ja, glaube ich. Man kann ja im Prinzip dann immer nur von einer Korrelation sprechen. Aber Ja. man kann das ja nie eindeutig dann auf einen Faktor runterbrechen. Wenn wir jetzt nochmal bei der Kalorienrestriktion sind, wir haben ja gerade Harahachibu angesprochen mit 80% beispielsweise, also 80% der ursprünglichen Kalorienaufnahme. Was würden Sie sagen, wie stark sollte man, um mit einer guten Wahrscheinlichkeit einen Effekt zu erzielen, auf Kalorien reduzieren, oder wie stark sollte man die Kalorienaufnahme reduzieren? Also wie viel Prozent? Kann man da ungefähr eine Einschätzung geben? Ja, diese 20, 30% sind eigentlich sicherlich schon ganz gut. Da ist aber natürlich immer auch die Frage, von welchem Level her reduziere ich das. Ne? Ja, Also, gut, ja, das stimmt. man muss ja jetzt immer den Arm husten in Corona-Zeiten. Ja, sehr gut. Nicht, dass ich sie hier noch anstecke. Und ja, also das eine ist natürlich auch immer, was ist das Wünschenswerte? Das andere ist natürlich aber auch immer, was ist machbar? Ja, und ich selber bin zum Beispiel auch niemand, der jetzt so ganz auf der asketischen Linie ist. Ja, weil um sozusagen wirklich die Kalorienrestriktion sehr, sehr konsequent durchzuführen, braucht es natürlich schon eine gewisse Selbstdisziplin auch. Und da Ja, absolut. können Sie natürlich sehr schöne Pläne machen. Die Frage ist immer, wird das tatsächlich auch so umgesetzt? Wobei ich Und finde, dass sich das, wenn man sich relativ unverarbeitet ernährt, sage ich mal, von unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln zum großen Teil, dann stellt sich das ein Stück weit schon von alleine ein, finde ich. Wenn man sich mal anguckt, wie so die Kaloriendichte ist von unverarbeiteten Lebensmitteln, da kann man so riesige Mengen zu sich nehmen und nimmt trotzdem nicht viele Kalorien zu sich. Also ich finde, es ist teilweise schon schwer, überhaupt auf die, sage ich mal, auf die DGE-Empfehlung, was Kalorien angeht, zu kommen. ja. Ja, aber müsste man dann mal durchrechnen, ob man da auf die 30%, 20, 30% kommt. Das ist ja auch zum Beispiel das Gefährliche beim Fast Food, ist ja nicht nur, dass das häufig eben eine hohe Kaloriendichte hat, sondern dass es ja nicht nur sozusagen schnell geordert ist, sondern dass es auch immer schnell runtergeschluckt Ja, ist. Ja? ja. Und wir wissen, unser Körper braucht eigentlich fast 20 Minuten, bevor das Sättigungsgefühl vom Magen ankommt im Gehirn. So ein Burger in der Frittenbude, den haben Sie ja in 3 Minuten runtergeschlungen. Das heißt also, da haben Sie eigentlich die ganzen Kalorien drin. Nur das Sättigungsgefühl ist immer noch nicht da, weil es eben tatsächlich auch so schnell Ja, absolut.
im Magen gelandet ist. Und dann passt dann eben auch tatsächlich immer noch die ganzen Pommes hinterher und noch eine Cola hinterher. Und das ist sozusagen auch das Gefährliche an Fast Food. Nicht nur, dass es sozusagen Junkfood ist, sondern dass es auch tatsächlich immer ja, schneller verzehrt ist, als dass sich das Hungergefühl einstellt. Ja, absolut. Wie Sie sagen, erfordert auf jeden Fall Disziplin über die Jahre, um da wirklich dran zu bleiben. Aber so ist es ja meistens. Wenn man jetzt nicht das Wundermittel sucht, das dann sowieso nicht funktioniert, dann muss man da auch langfristig Disziplin aufbringen, dranbleiben. Aber hat dafür dann ja mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch einen guten Effekt, was Anti-Aging angeht. Sie haben ja aber auch oder in Ihren Büchern des Öfteren schon thematisiert, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, um die Effekte des Fastens zu erreichen. Ja, also dass Kalorienrestriktion lebensverlängernd wirkt, das wissen wir eigentlich schon so ja, seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber wie diese Wirkung entfaltet wird, das wissen wir eigentlich erst so seit Anfang der 2000er Jahre. Und da gibt es einen amerikanischen Wissenschaftler, den David Sinclair, der ist Genetiker in der Harvard University. Und okay. Der hat das so 2003 veröffentlicht. Und der hat tatsächlich identifiziert, dass die Sirtuine, die wir schon genannt haben, die Mediatoren sind der CR-Wirkung, also der Wirkung von Kalorienrestriktion. Und das ist natürlich immer sehr schön, wenn man die molekularen Grundlagen verstanden hat. Weil dann kann ich natürlich auch hingehen und sagen, kann ich die Sirtuine eventuell auch anders aktivieren als durch Hungerstress. Und das hat Sinclair übrigens selber auch sofort gemacht. Der hat sich gleich dran gemacht und gesagt, okay, wir müssen nach sogenannten Sirtuin-Aktivatoren suchen. Damals hat man die noch CR-Mimetika genannt, also Calorie Restriction Mimetika, Substanzen, die dem Körper im Prinzip eine Kalorienrestriktion vorspiegeln, ohne dass man unbedingt immer hungrig ins Bett gehen muss. Ja. Und da war die erste Substanz, die Sinclair damals entdeckt hat, die diese Sirtuine aktiviert, war das Resveratrol. Das ist die Substanz, die vor allen Dingen im Rotwein drin ist, weil sie von Trauben in der Schale gebildet wird. Und das hat dann auch zu so einem ersten, ich sag mal, Rotwein-Hype geführt, nach dem Motto, ist ja irgendwie doch schöner, abends zwei Glas Rotwein zu trinken, als mit knurrendem Magen ins Bett zu gehen. Ja, absolut. Und da muss man sagen, ja, da hat sich so die Euphorie jetzt so ein bisschen gelegt, was den Rotwein angeht und das Resveratrol, weil das ist natürlich auch eine Dosierungsfrage. Und da kriegen wir einfach mit zwei Glas Rotwein, kriegen wir nicht die Menge Resveratrol hin, die wir brauchen für eine vernünftige Sirtuinaktivierung. Aber das ist jetzt wieder die gute Nachricht. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe anderer Sirtuin-Aktivatoren identifiziert, die auch aus der Natur kommen. Das sind auch sekundäre Pflanzenstoffe. Mhm. Das ist zum Beispiel Kurkumin, das ist Epigallocatechin-Galat, das ist Quercetin, was zum Beispiel in Äpfeln ist oder in Zwiebeln. Das sind durchaus auch Kakaoflavonoide, also das kann man alles relativ schön zusammenstellen, auch zu einer sogenannten Sirtuin-Diät, wo man eben viele dieser sekundären Pflanzenstoffe zuführt und die machen dann tatsächlich auch eine Sirtuin-Aktivierung in unserem Körper. Kann man da denn mit natürlichen Lebensmitteln, wenn es kein Nahrungsergänzungsmittel ist, auch die erforderliche Dosis erreichen, um eine Wirkung zu erzielen? Ja, wobei man sagen muss, also viele dieser Dinge sind natürlich nicht unbedingt immer auf dem Speiseplan eines Mitteleuropäers. Ne? Also Kurkumin zum Beispiel ist vor allen Dingen in Currygerichten. Ja? Wenn Sie Südinder sind und jeden Tag ein Currygericht essen, dann haben Sie da sicherlich reichlich von, machen in Mitteleuropa die wenigsten. Und dann wird es schon wieder ein bisschen schwierig, über natürliche Nahrungsmittel an Kurkumin zu kommen auch. Auch vieles andere, Capsaicin zum Beispiel, das ist so in Chili, das ist auch etwas. Das sind aber natürlich dann immer Dinge, die man jetzt auch nicht in großen Mengen isst, weil es ist dann auch wirklich scharf. Ne? Ja. Und insofern ja, wird es schwierig. Epigallocatechin-Galat ist zum Beispiel im grünen Tee. Ja? Also viele
Asiaten trinken bis zu 2 Litern davon am Tag, dann brauchen sie das nicht als Nahrungsergänzungsmittel mehr zu nehmen. Machen bei uns auch wieder die wenigsten, ne? Weil ja, ich trinke auch lieber Kaffee als grünen Tee, und dann sind Supplemente vielleicht immer die zweitbeste Lösung, aber auch eine Lösung, wenn ich das über die normale Nahrung nicht hinbekomme. Sie haben ja schon angesprochen, es handelt sich im Prinzip um sekundäre Pflanzenstoffe. Und ich finde, die passen auch so wunderbar ins Hormesis-Prinzip. Wenn man sich mal überlegt, dass es sich bei sekundären Pflanzenstoffen ja nicht um Nährstoffe handelt, wie Vitamin C oder Vitamin E, die für uns essentiell sind, sondern um bioaktive Substanzen, die die Pflanze nicht für uns Menschen ausbildet, sondern für sich selbst, zum Schutz vor gewissen Umweltfaktoren. Und beispielsweise vor Fraßfeinden, vor UV-Strahlung, vor Schädlingen. Und somit ist es ja auch so, wenn wir diese Pflanzen konsumieren, dass wir diese Substanzen aufnehmen, die auch für uns in gewissem Maße giftig sind. Aber nicht so, dass sie schädlich sind, sondern im Rahmen des Hormesis-Prinzips, dass sie eine gesundheitsfördernde Anpassungsreaktion hervorrufen. Also es passt ja im Prinzip genau in das Konzept. Genau. Letztendlich, Sie haben genau richtig gesagt, das sind eigentlich auch wieder Abwehrstoffe, die die Pflanze auch bildet, auch wieder auf hormetische Reize, eine Pflanze ausgesetzt ist. Ne? Ja. Die leidet ja auch unter UV-Strahlung. Die muss sich auch wehren gegen Hitze, Kälte. Die ist auch bedroht von Fressfeinden und muss darauf natürlich auch eine Antwort finden. Und diese Antwort sind häufig genau diese sekundären Pflanzenstoffe, die dann für uns auch, wo wir die positive Wirkung auch auf uns übertragen können. Konkretes Beispiel, Resveratrol hatten wir gesagt. Mhm. Wozu bildet die Weintraube Resveratrol? Im Wesentlichen, um sich gegen Pilzbefall zu schützen. Ja. Das ist ein Antipilzmittel. Und das heißt aber auch, dass auch die Pflanze am meisten Resveratrol hat, wenn sie diesen hormetischen Reizen ausgeliefert ist. Ja? Und eine Pflanze, die zum Beispiel permanent mit Pestiziden besprüht wird, damit sie keine Pilze bekommt, die braucht auch kein Resveratrol mehr in nennenswerten Mengen zu produzieren, weil sie sozusagen den Abwehrschutz über die Pestizide hat. Also auch das ein Beweis dafür, Bio ist besser. Ja? Weil sozusagen Bio heißt, die Pflanze muss ihre Abwehrstoffe selber bilden und kriegt die nicht von uns zur Verfügung gestellt. Und das macht die Pflanze gesünder, und das macht es auch für uns gesünder, solche Pflanzen zu essen. Ja, echt guter Punkt, weil ich glaube, die meisten denken bei Bio dann tatsächlich nur an Pestizide und nehmen es dann auch als Ausrede dafür, keine Bio-Lebensmittel zu kaufen, weil ja sowieso, keine Ahnung, ein paar Pestizide enthalten sind. Aber dieser Punkt der sekundären Pflanzenstoffe, den Sie angesprochen haben, ja, den haben die meisten ja gar nicht auf dem Schirm im Zusammenhang mit biologischen Lebensmitteln. Gut, wir haben jetzt ja schon ein paar Lebensmittel angesprochen. Vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen. Also was sind so Lebensmittel, die vielleicht einen besonders hohen Anteil haben an situinaktivierenden sekundären Pflanzenstoffen? Gibt es da so ein paar Lebensmittel? Ja, also vieles ist zum Beispiel auch, ich hatte schon gesagt, Capsaicin ist zum Beispiel, das ist in Chili. Das ist aber auch zum Beispiel im Knoblauch Allicin. Ja? Ja. Dinge, die Meerrettich, wissen wir. Das heißt, das sind häufig sogar, Kurkuma ist ja auch, das heißt, das sind häufig sogar auch Dinge, die Lebensmittel ein bisschen bitter machen, die Lebensmittel ein bisschen scharf machen und so weiter. Das sind natürlich auch Abwehrstoffe teilweise gegen Fraßfeinde, weil die sowas nicht gerne essen. Ja. Also da ruhig sozusagen das Essen ein bisschen würzen, ein bisschen schärfer machen, solche Dinge da integrieren, das ist sicherlich eine ganz gute Sache auch. Okay, wunderbar. Also ich muss sagen, was ich am Hormesis-Prinzip allgemein auch so spannend finde, ist, dass man es bei solchen Modellen ja entweder, dass man da entweder die Problematik hat, dass es zu praxisfern ist, also im Prinzip nur so ein theoretisches Konstrukt, mit dem man nicht wirklich viel anfangen kann. Oder ist es eben zu unwissenschaftlich, weil man die Wirkung nicht wirklich messen kann. Und das Hormesis-Prinzip erfüllt ja insofern beide Kriterien, weil man zum einen hormetische Stressoren direkt für den Alltag ableiten kann und auch die Anpassungsreaktion direkt messbar ist. Das hat man ja wirklich nicht oft.
Ansonsten, wenn es tatsächlich da Bedarf gibt zum Thema, welche Nahrungsmittel gibt es mit hohem Sirtuingehalt. Mhm. Ich nutze jetzt einfach hier mal Ihre Plattform für hemmungslose sehr Eigenwerbung. Gerne. Ich habe im Griff und unser Verlag ein Buch darüber geschrieben, auch Abnehmen mit Sirtfood. Da sind auch ganz viele Nahrungsmittel genannt, bis hin auch zu Rezepten, die man machen kann, um sich sirtuinreich zu ernähren. Ja, wunderbar. Nee, werden wir auf jeden Fall ganz oben verlinken. Hilft ja mit Sicherheit jedem dann weiter, der sich für das Thema interessiert. Was wäre dann noch ein anderer Stressfaktor neben der Kalorienrestriktion und sekundären Pflanzenstoffen, wo man drüber nachdenken sollte, den in den Alltag zu integrieren? Ja. Also wenn wir über Anti-Aging reden, dann sagen wir immer Ernährung, Bewegung. Bewegung ist dann im Wesentlichen auch mehr Sport machen. Ja. Sport ist gesund, das wird jeder gleich unterschreiben. Zunächst mal muss man sagen, ist ja auch Sport ein hormetischer Reiz, ist auch mal erstmal ein Stressfaktor für unseren Körper. Also wenn wir uns mehr bewegen, dann ist das für unseren Körper erstmal eine zusätzliche Belastung. Ja. Vor allen Dingen ist es auch so, wenn wir uns mehr bewegen, setzen wir mehr Energie um. Wenn wir mehr Energie umsetzen, dann werden auch mehr freie Radikale produziert. Mhm. Freie Radikale, das war eine der ersten Erkenntnisse in der Anti-Aging-Medizin überhaupt, sind ja eigentlich Alterungsfaktoren. Das heißt also, von daher müsste uns Sport eigentlich vorzeitig altern lassen. Mhm. Tut's aber nicht, weil... weil der Körper auch da wieder einen Schutzreflex hat. Und auch da gibt es zum Beispiel körpereigene Substanzen, die uns vor freien Radikalen schützen. Das sind sogenannte antioxidative Enzymsysteme. Ja, haben ja. So schreckliche Namen wie Superoxiddismutase oder Glutathionperoxidase. Muss man sich jetzt nicht alles merken, aber die sind schon sehr, sehr wichtig. Weil das ist sozusagen unser körpereigener Schutzschild gegen die oxidative Belastung. Ja. Aber auch diese Enzyme, ja, auch diese Enzyme werden sozusagen gebildet als Antwort auf zunächst mal eine oxidative Belastung. Das heißt also, wenn wir mehr Sport machen, dann fahren wir eben auch unsere eigenen antioxidativen Enzymsysteme hoch. Und das ist auch etwas, was zum Hormesis-Prinzip gehört, diese Antwort ist häufig sogar überkompensierend. Ja? Und diese Antwort schützt uns auch nicht nur im Moment, wo dieser Reiz da ist, sondern diese Antwort schützt uns auch für die Zukunft. Also überkompensieren und auch noch sozusagen in die Zukunft hineinwirkt. Und das macht das Hormesis-Prinzip tatsächlich ja auch so wichtig für uns. Ja, guter Punkt. Stimmt, da sind wir noch gar nicht direkt darauf zu sprechen gekommen. Das ist ja das, was im Endeffekt die gesundheitsfördernde Wirkung ausmacht, dass nicht nur der akut entstehende oder entstandene Schaden beseitigt wird, sondern dass der Körper sich quasi schon auf den nächsten Reiz vorbereitet. Und direkt zum Sport gibt es ja auch eine Studie, die ich mal gelesen habe, bei der man die Teilnehmer 4 Wochen lang hat Sport treiben lassen. Und einer Gruppe davon hat man zusätzlich Vitamin C und Vitamin E als Oxidantien verabreicht und hat dann im Endeffekt festgestellt, dass es bei der Antioxidantiengruppe im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, die eben keine Antioxidantien bekommen hat, kaum noch zum Anstieg antioxidativer Enzyme gekommen ist. Ich finde, daran sieht man auch ganz klar, dass wir, dass es eben nicht korrekt ist, das so zu sehen, dass die Antioxidantien die Guten sind, die Radikale die Bösen, so wie es ja häufig so verbreitet wird, weil in dem Fall auch diese kurzfristig hohe Radikalkonzentration durch den Sport, durch die Antioxidantien in dem Fall direkt gepuffert wurde und somit die antioxidative Stressantwort des Körpers blockiert wurde. Und das ist ja das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Also da hat es tatsächlich ein Umdenken gegeben in den letzten Jahren, auch in der Sportmedizin. Ne? Also viele Studien kamen zum Beispiel aus Jena. Und wenn man zurückdenkt, zum Beispiel vor 20 Jahren, da war es noch so, dass zum Beispiel der Dr. Müller-Wohlfahrt als Sportbetreuer von Bayern München nach dem Training dann die Bayern-Spieler sofort an einen Topf gehängt hat mit hochdosierten antioxidativen Vitaminen, weil durch das intensive Training werden ja mehr freie Radikale freigesetzt und die mussten dann sofort wieder neutralisiert werden. Ja. Und das war damals sozusagen sicherlich auf der Höhe der Zeit, ne? Nach dem Motto Antioxidantien machen
schützen uns vor oxidativem Stress. Das macht er heute auch nicht mehr. Also weil dadurch, dass wir sozusagen die Antioxidantien von außen hochdosiert zuführen, wird eigentlich gerade da unterbunden, dass der Körper seine eigenen antioxidativen Enzymsysteme dann hochfährt. Also das ist eher kontraproduktiv. Ja. Aber auch ein Zeichen dafür, Medizin entwickelt sich halt. Aber da haben wir tatsächlich auch viel dazugelernt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel aus aus der Sportmedizin. Das eine ist ja sozusagen Ausdauersport, wo wir tatsächlich viel Energieumsatz machen. Wenn Sie Muskelaufbau machen, dann ist es ja auch so, dass Ihnen da jeder Personal Trainer im Fitnessstudio sagt, wann ist der Muskelaufbau, da müssen Sie sozusagen 10 Züge machen und wenn es dann anfängt weh zu tun, dann machen Sie noch 3 Züge extra und die 3 Züge bringen den Muskelaufbau. Mhm. Und da ist ja auch immer die Frage, wieso tut es dann eigentlich weh? Da hat man früher gedacht, das ist Laktat, was sich da im Muskel ansammelt, stimmt alles nicht. Das tut weh, weil wir tatsächlich unsere Muskelfibrillen, also die molekularen Muskelstrukturen, auf dieser molekularen Ebene schädigen. Das heißt, da kommt es erstmal tatsächlich zu einer Schädigung der Muskulatur. Und dann ist wieder sozusagen das hormetische Prinzip, die Schädigung wird aber repariert. Und wir haben gesagt, hormetische Reparaturmechanismen sind überkompensierend. Das heißt also, am Ende der Reparatur steht mehr Muskelmasse als vorher. So funktioniert Bodybuilding, so funktioniert Muskelaufbau. Ja, absolut. Aber auch da kommt dann auch noch ein wichtiger Faktor dazu. Die Zeit für die Reparatur, die muss man dem Körper aber auch geben. Ja? Ja. Und deshalb weiß zum Beispiel auch jeder, der Muskeltraining macht, das ist nicht dann am effektivsten, wenn ich jeden Tag das mache, sondern ich mache eine intensive Trainingseinheit und dann mache ich einen Tag Pause, weil an dem Tag passiert die Reparatur und diese Zeit muss ich da auch geben. Und dann mache ich entweder da eine Pause oder ich trainiere eine andere Muskelgruppe. Ja? Also vieles, was wir eigentlich, ich sage jetzt mal so von der Erfahrungsmedizin her schon lange wussten, können wir heute eigentlich auf einer molekularen Ebene und mit dem Wissen über Hormesis sehr, sehr gut erklären. Ja, ich finde auch gerade der Muskelaufbau, den Sie angesprochen haben, ist eigentlich so mit das beste Beispiel für das Hormesis-Prinzip, weil man da ja wirklich diese morphologischen Veränderungen hat, direkt den Muskelaufbau, den man direkt sehen kann. Und da ist es ja auch, ist die Superkompensation absolut nachvollziehbar. Aber daneben ist es ja vielleicht, also es ist ja schwerer nachvollziehbar, dass es eben bei jedem hormetischen Stressreiz so ist, dass es zu einer Superkompensation kommt. Nicht nur eben beim Muskelaufbau beispielsweise. Da haben wir ja gerade die Bildung endogener Antioxidantien angesprochen. Und gerade beim Sport ist ja auch ein Faktor, der dann mit reinspielt, der hohe Sauerstoffverbrauch, weil es dem Körper beim Sport ja auch schwerer fällt, die Sauerstoffversorgung sicherzustellen, besonders beim Höhentraining, aber ja auch beim normalen Sport. Worauf der Körper ja auch über den hypoxie-induzierten Faktor auch reagiert und es beispielsweise zu einer verstärkten Angiogenese kommt, also zum Wachstum von Blutgefäßen oder zur Erythropoese, also zur Bildung von roten Blutkörperchen. Also es sind ja so viele Ebenen, auf denen es eben zu Anpassungserscheinungen kommt, die wir noch gar nicht so überblicken können. Es ist schon, also ich glaube, da besteht auch noch viel Potenzial, was die Forschung angeht in Zukunft. Also ganz sicher, wobei wir sozusagen, wenn wir dieses Prinzip einmal verstanden haben, dann ist es natürlich viel leichter, das auch auf andere Ebenen zu übertragen. Mhm, ja? Absolut, ja. Dass Sauna gesund ist, wissen wir nun tatsächlich von den Skandinaviern seit über 100 Jahren. Und da wurden auch alle möglichen Erklärungsmodelle dann, ja, die Blutgefäße weiten sich, ziehen sich zusammen und so weiter. Das ist alles ganz schön und gut. Aber letztendlich ist natürlich erstmal in einem kleinen Bretterverschlag zu sitzen und sich Temperaturen von 100 Grad und mehr auszusetzen, ist natürlich erstmal wieder ein enormer Stressreiz. Ja, ist wieder absolut, ein hormetischer Reiz, den wir uns da aussetzen. Und damit ja nicht genug. Nach der Sauna kommt ja dann sozusagen der Stress gleich von der anderen Seite. Das heißt also, da tauchen wir ein.
ein ins Eisbad oder wir gehen unter die eiskalte Dusche. Mhm. Das heißt also, da kommt dann auch den Hitzestress, dann der Kältestress. Das ist erstmal ja nicht unbedingt ein Entspannungsprogramm für unseren Körper, aber es ist tatsächlich eben gesund. Und es wirkt wieder übers Homeostasis-Prinzip. Das heißt, am Anfang steht der Stress, dann braucht man aber auch die Ruhephase. Auch die ist ja sozusagen bei einem guten Saunagang mit eingeplant. Ne? Ja, das richtig austariert, das bringt natürlich schon eine Menge. Ja, auch ein guter Punkt. Da haben wir jetzt schon die nächsten zwei Faktoren, Hitze und Kälte, auch als hormetische Stressfaktoren, was ja auch nachvollziehbar ist. Der Mensch als gleichwarmes, als homoiothermes Lebewesen ist ja darauf angewiesen, immer dann, wenn die Umgebungstemperatur von so einer gewissen thermoneutralen Zone abweicht, dann Maßnahmen zu ergreifen, um die Körperkerntemperatur konstant zu halten. Und das ist ja natürlich auch Stress für den Körper. Und ja, ich finde es spannend, dass man da auch, dass das auch direkt messbar ist. Ich meine, bei Hitzestress, bei einer Sauna beispielsweise, gibt es ja auch die Hitzeschockproteine, meine ich, die man direkt dann feststellen kann oder die man direkt da entdeckt hat, die Proteine stabilisieren und vor Denaturierung schützen. Das ist alles direkt messbar, ne? Ja. Aber auch hier wieder mal zurückgeblickt in unsere evolutionäre Geschichte. Wir haben gesagt, der Jäger und Sammler, der konnte nicht davon ausgehen, dass er dreimal am Tag eine warme Mahlzeit zu festen Zeiten hat. Der konnte aber auch nicht davon ausgehen, dass er in einer gleichmäßig klimatisierten Wohnung oder Höhle dann da sitzt, sondern auch der war natürlich enormen Schwankungen der Temperatur, der Außentemperatur ausgesetzt, musste tagsüber unter der prallen Sonne dem Wild nachlaufen, saß dann nachts in kalten Höhlen. Das heißt, auch da war der natürlich hormetisch unglaublich gefordert. Und das ist in unserem normalen Alltag mit Klimaanlagen und Heizungen und so weiter natürlich alles nicht mehr der Fall. Das macht das Leben angenehmer, aber es macht das Leben nicht unbedingt gesünder. Ne? Das heißt also, wir müssen tatsächlich inzwischen daran arbeiten, solche hormetischen Stressoren ganz bewusst wieder in unseren Alltag einzubauen. Ne? Dazu muss man jetzt nicht unbedingt die Sauna im Keller haben, aber zum Beispiel nach dem morgendlichen Duschen einmal einfach auf kalt drehen und dann mal eine Minute unter der kalten Dusche bleiben. Mhm. Das sind so ganz kleine Dinge, die ja nicht schwierig zu machen sind, aber ganz wichtig eigentlich sind. Okay, genau, kalte Duschen haben Sie gerade angesprochen. Was wären noch so Maßnahmen, wie man die Hitze und Kälte in den Alltag integrieren kann? Was kann man da noch so machen? Also Hitze ist ja ein bisschen, wenn Sie jetzt keine Sauna haben, ist Hitze ein bisschen schwierig herzustellen auch. Ne? Aber wir haben gerade so in den letzten Jahren tatsächlich gelernt, Kälte ist mindestens genauso wichtig. Ja? Und Kältereize, das geht nun wirklich gut, können wir einbauen. Da muss man jetzt nicht wie Wim Hof dann irgendwie in Shorts um Polarkreis herumlaufen. Das geht wirklich mit kalt duschen und sonstigen wunderbar. Ja. Ja, eine super Gewohnheit, die man relativ einfach da umsetzen kann. Man kann sich ja auch gerade bei einer kalten Dusche einfach langsam rantasten. Man kann mit der Temperatur weiter runtergehen. Man kann auch bei der Länge variieren. Also was jeder im Prinzip umsetzen kann. Ja. Ganz einfach. Okay. Es gibt unter unseren Schriftstellern jemand, der auch sehr, sehr alt geworden ist. Ernst Jünger, 103 Jahre. Ja. Zu dessen Tagesablauf gehörte es wirklich jeden Tag entweder kalt zu duschen oder sogar in eine kalte Badewanne zu steigen auch. Ja, also das hat er auch immer in jedem Interview herausgestellt. Und wenn Sie sehen, dass der nicht nur 103 Jahre alt geworden ist, sondern dass der ja auch wirklich bis zum letzten Tag fit war, kann man schon sagen, hat er nicht viel falsch gemacht. Ja, doch, davon kann man ausgehen. Ja, eine wunderbare Anekdote von ihm. Der hat auch bis zum Schluss noch geraucht. Das will ich jetzt keinem empfehlen. Aber es gibt ein schönes Interview mit Ernst Jünger, wo ein Journalist ihn gefragt hat, Herr Jünger, was sagt denn eigentlich Ihr Arzt dazu, dass Sie mit 102 Jahren noch rauchen? Und er hat nur gesagt, mein Arzt ist tot. Ja, muss man auch erwähnen in dem Zusammenhang. Ja. Okay, ich glaube, ja, damit haben wir schon ein paar Punkte angesprochen.
Ein Punkt finde ich noch spannend, und zwar denken ja viele beim Thema Anti-Aging nicht an eine ursächliche Verlangsamung des Alterungsprozesses, wie wir sie jetzt besprochen haben, sondern, sage ich mal, nur an ein Verbergen der Symptome der Alterung durch Facelifting, durch Antifaltencremes oder ähnliches. Und auch für diese direkt sichtbare Alterung, die Hautalterung, gibt es ja eine Anwendung auf Basis des Hormesis-Prinzips, die man anwenden kann, nämlich das sogenannte Microneedling. Ein Verfahren, bei dem man im Endeffekt mit einem kleinen Dermaroller, in den feine Nadeln eingearbeitet sind, über die Haut fährt und somit auch im Prinzip wie beim Muskelaufbau für kleine Verletzungen sorgt, worauf der Körper dann mit einer verstärkten Bildung von Kollagen, von Elastin und auch von Hyaluronsäure sorgt. Das ist, finde ich, auch noch ein Punkt, der gerade für diejenigen, denen es dann hauptsächlich so auf das äußere Anti-Aging ankommt, den man da auch noch Ja, erwähnen kann. definitiv. Also auch im dermatologischen Bereich. Microneedling ist ja keine Hautpflege. Ja? Nee, Das genau. ist ja erstmal sozusagen eine dosierte Schädigung der Haut, worauf der Körper dann wieder reagiert mit Reparaturmechanismen auch. Ganz ähnlich zum Beispiel Peeling. Ja? Also Peeling ist ja auch nichts anderes als zunächst mal zum Beispiel ein Säurepeeling auf die Haut aufzutragen und damit werden sozusagen die obersten Schichten werden ja dann geschädigt. Auch das ist ja keine Pflegemaßnahme, das ist eine dosierte Schädigung erstmal unserer Haut, aber der Körper repariert dann diesen Schaden und dann sieht die Haut hinterher tatsächlich besser aus als vorher. Ja? Aber auch das weiß jeder. Denken wir an diese hormetische Kurve. Ne? Ein guter Dermatologe weiß auch sozusagen, das darf nur so und so viele Minuten dann da drauf bleiben. Und wenn ich es übertreibe, dann ist die Schädigung natürlich so weit, dass sie in den toxischen Bereich kommt und dann treten Vernarbungen auf. Das wollen wir wieder nicht. Ne? Also ein wundervolles Beispiel eigentlich für das Hormesis-Prinzip auch im dermatologischen, auch im ästhetischen Bereich. Ja, das ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen. Man hat ja bei jedem hormetischen Stressor dann auch diese toxische Dosis, die auch zu erreichen ist. Ich meine, wenn man jetzt an die Sauna denkt, da kann man auch zu lange in der Sauna bleiben und sich dadurch schaden. Oder beim Sport, man kann ins Übertraining kommen. Bei der Kalorienrestriktion, man kann es da auch übertreiben und zu lange, zu wenig Kalorien zu sich nehmen. Also das ist natürlich ein Punkt, auf den man auch in jedem Fall achten sollte. Okay, genau. Ich glaube, damit haben wir schon mal einige Punkte angesprochen. Oder haben Sie noch einen hormetischen Faktor, den wir noch vergessen haben, worüber man noch sprechen könnte? Naja, ich trinke ja abends gerne immer noch mein Gläschen Rotwein, auch auch wenn der Resveratrolgehalt da vielleicht nicht hoch genug ist, um eine wirklich gute Sirtuinaktivierung zu machen. Aber letztendlich gehört natürlich auch Alkohol zu den hormetischen Reizen. Ja? Alkohol ist zunächst mal natürlich ein Gift. Ja? Aber auch da sehen wir, dass offensichtlich moderater Alkoholkonsum eine ganze Menge von positiven Wirkungen hat. Und dann geht aber natürlich auch die hormetische Kurve irgendwann wieder hoch in den toxischen Bereich, wenn Sie zu viel davon trinken. Ja? Ja, wahrscheinlich relativ schnell. Ich denke mal, wenn man betrunken ist, ist man wahrscheinlich schon weit über der Also hormetischen betrunken, der Dosis, oder? Betrunken hat die hormetische Kurve definitiv schon im toxischen Bereich auch. Ja, Ne? okay. Aber wie gesagt, auch da eben keine lineare Beziehung, auch da nicht nach dem Motto, das Gläschen Wein abends ist schon sozusagen, bringt dich schon halb ins Grab. Sondern auch da haben wir dieses hormetische Prinzip. Wenig ist eher hilfreich und erst wenn es zu viel wird, wird es problematisch. Ganz klar gibt es natürlich auch Menschen, die auf Alkohol ganz verzichten sollten. Also wer ein Suchtproblem hat, wer schwanger ist, wer eine vorgeschädigte Leber hat, wer Begleiterkrankungen hat, für den ist auch sozusagen das Gläschen abends zu viel. Aber das ist ja nicht die Mehrheit und wer da keine Probleme hat, der kann auch das abendliche Glas Rotwein nicht nur mit gutem Gewissen konsumieren, sondern auch mit dem Bewusstsein, dass er da sogar aktive Präventionsmedizin mit betreibt. Ja, das ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen angenehm zu hören, dass man da guten Gewissens ein Glas Rotwein trinken kann. Ja. Wunderbar. Gut. Jetzt haben wir ja schon mal einige Faktoren besprochen, die man umsetzen kann.
Und interessant ist dabei natürlich auch, was man langfristig, sage ich mal, unter Optimalbedingungen erreichen kann, wenn man das Hormesis-Prinzip, die verschiedenen Stressfaktoren, die wir angesprochen haben, in seinen Alltag integriert. Deshalb die Frage, was würden Sie sagen, ist das maximale Alter, jetzt mal rein hypothetisch, das man mit einem gesunden Lebensstil auf Basis des Hormesis-Prinzips erreichen kann? Also das sind im Moment, würde ich sagen, so 115 bis 120 Jahre. Das können wir so sagen, weil es gibt Menschen, die sind so alt geworden. Jeanne Calment ist eine Französin, die ist 1997 im Alter von 120 Jahren gestorben. Älter, mit 122 ist sie sogar gestorben. Älter ist seitdem kein Mensch geworden. Also das scheint tatsächlich die Grenze zu sein, was wir mit gesundem Lebensstil, etwas Glück und guten Genen erreichen können. Und auch diese 120 werden immer nur wenige erreichen. Trotzdem muss man sagen, wenn Sie mal zurückdenken, vor 150 Jahren war die durchschnittliche Lebenserwartung unter 40 Jahren. Ja, jetzt ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei 80 Jahren. Das heißt also, wir haben in 150 Jahren haben wir unsere durchschnittliche Lebenserwartung verdoppelt. Und wir können da sicherlich noch mal 20, 30 Jahre draufsatteln, ja? Was ja auch eine Perspektive ist. Also auch bei 80 ist die Fahnenstange noch lange nicht zu Ende. Da haben wir noch Luft nach oben, was die Lebenserwartung angeht. Und dann gibt es natürlich, da müssen wir aber vielleicht noch mal eine eigene Sendung drüber machen, auch im Anti-Aging-Bereich so Vertreter, Radical Life Extension und so weiter. Die sagen also, damit finden wir uns nicht ab. Ja, weil das ist ja alles das, was wir im Moment erreichen können mit Lebensstil, mit Bewegung, mit vielleicht ein bisschen Hormonersatz oder ein bisschen Nahrungssupplementen und so weiter. Aber in der Zukunft werden wir ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung haben. Da haben wir dann Stammzelltherapien weiterentwickelt. Da machen wir Eingriffe mit CRISPR-Cas an unserer Genetik. All solche Dinge, da rüsten wir unseren Körper mit prothetisch auf und solche Geschichten auch. Ja. Also vieles davon klingt so ein bisschen nach schlechter Science Fiction. Trotzdem ist da eine ganze Menge guter Science eigentlich hinter dieser Vision. Und da gibt es natürlich dann Leute, die sagen, okay, wenn wir das erstmal geschafft haben, wenn wir von dieser präventiven Medizin in eine regenerative Medizin hineinkommen und alles, was da jetzt in unserem Körper tatsächlich dann auch zugrunde geht, wieder neu ersetzen können, dann können wir potenziell unser Leben auch auf 150, 200, 500 Jahre ausdehnen. Ich treffe häufig den Aubrey de Grey, das ist einer der Wortführer so dieser Radical Life Extension, der sagt immer, der Erste, der 1000 Jahre alt wird, ist schon geboren. Ja, gut, weiß ich jetzt nicht, aber da gibt es interessante neue Ansätze, aber wie gesagt, dazu braucht man auch völlig neue Therapien. Jetzt würde ich erstmal sagen, peilen wir mal so die 115 bis 120 an, ist ja auch schon mal eine ganz gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Also allein deswegen auf jeden Fall sehr erstrebenswert. Ist nur die Frage, wie lange es noch dauert, bis wir dann die entsprechenden Technologien haben und ob wir das dann noch erleben werden. Wie Ich muss wahrscheinlich. mal schauen. Aber ich finde das auch spannend, was Sie gesagt haben, weil es gibt ja auch genau dazu eine Grafik, wo man eben sieht, die Lebenserwartung, die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren ja echt stark erhöht und die maximale Lebensdauer, da hat sich nicht viel getan. Deswegen da die Frage, gibt es Vermutungen, was der limitierende Faktor dafür ist, dass noch kein Mensch 150, 200 Jahre geworden ist? Ist es genetisch vorbestimmt, dass noch kein Mensch älter geworden ist? Oder woran liegt das? Ja, also es spielt Genetik da rein, also nicht nach dem Motto, also es gibt jetzt nicht direkt Alterungsgene oder Todesgene oder sonstiges. Da ist es eher so, dass sozusagen die Genetik uns dann hinterher einfach vernachlässigt. Ja? Was wir einfach mal so ja, ganz klar sagen müssen, wir sprechen da immer sozusagen von Mutter Natur, die uns schützt. Ja? Das tut Mutter Natur so lange, bis wir eigentlich noch im fortpflanzungsfähigen Alter sind. Letztendlich sind wir im Wesentlichen, haben wir sozusagen einen biologischen Grundauftrag und das ist, den unsere Gene in die nächste Generation zu bringen.
Und dann, damit haben wir eigentlich sozusagen unseren biologischen Auftrag erfüllt. Und das ist ja meistens schon mit 40 der Fall. Ja, das Alles, stimmt. was dann sozusagen on top kommt, das ist eigentlich für die Natur überhaupt gar nicht mehr interessant. Ja, das ist Oha, für das uns klingt ja. persönlich sicherlich ganz schön, dann noch ein bisschen weiter zu leben. Aber so richtig notwendig ist es für den Bestand der Art eigentlich nicht. Und deshalb, Entschuldigung, müssen wir dann sozusagen viel mehr auch für uns selber sorgen, weil Mutter Natur wird dann so ab 40 eher zur Rabenmutter. Ja? Und das sehen wir dann auch. Und dann kommen eben Erkrankungen wie Arteriosklerose, wie Osteoporose, wie Demenz und so weiter. Das sind nicht Erkrankungen, die sind genetisch vorprogrammiert, sondern das sind Erkrankungen, die einfach entstehen, weil die normalen Reparatur-Heilungsmechanismen immer weniger effektiv sind. Ja? Und das führt natürlich dann hinterher zum Altern. Und da sehen wir auch, dann nutzt uns die Präventivmedizin ab einem gewissen Alter nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja? Weil sozusagen das ganze biologische System unseres Organismus tatsächlich immer hinfälliger wird. Und wen wir dann noch vielleicht vom Herzinfarkt schützen, der kriegt dann eine Demenz. Und wer keine Demenz kriegt, der kriegt dann einen Krebs und so weiter. Also das ist auch einer der Gründe, warum es dann im hohen Lebensalter nicht mehr viel Sinn macht, zu sagen, jetzt machen wir ein Herz-Kreislauf-Präventionsprogramm oder wir machen ein Präventionsprogramm daher, weil wir shiften dann eigentlich nur von einem Krankheitsbild ins nächste. Und wenn wir da tatsächlich Lebenserwartung weiter verbessern wollen, dann müssen wir an den Faktor biologisches Altern selber gehen. Okay. Und das ist auch der Sinn von Anti-Aging-Medizin. Okay, ja, das ist auch schon mal gut zu wissen. Aber ich denke, die 120 Jahre, die Sie angesprochen haben, mit einem gesunden Lebensstil, mit guten Genen, das ist ja schon mal ein sehr erstrebenswertes Alter, von dem ja, viele einfach noch weit entfernt sind. Und insofern haben Sie da auf jeden Fall viele gute Tipps gegeben, wie man es schaffen kann, auf jeden Fall näher an das Alter ranzukommen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich kann jedem, der noch mehr zum Thema Anti-Aging erfahren möchte, nur empfehlen, Ihre Bücher zu lesen. Die werden wir auf jeden Fall oben in der Videobeschreibung verlinken. Und genau, ansonsten kann ich nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal für mehr Wissen rund um einen gesunden Lebensstil. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.